Am Freitagabend ging es wieder torreich los zwischen Mucke und mir. Mal abwarten, wie das hier am Samstag wird beim Topspiel Leipzig gegen Hertha. Ganz interessanter Vergleich dieser beiden Vereine. Leipzig erwartet ja sogar unter der Woche am 16. Bundesligaspieltag auch noch Bayern München. Also die haben wirklich richtig schwierige Aufgaben. Da ist es natürlich ärgerlich, wenn man dann zuletzt gegen Ingolstadt ausgerechnet die erste Niederlage kassiert hat und dadurch Platz Nummer 1 in der Tabelle hergeschenkt hat. Das will man heute natürlich wieder zurückerobern und dafür ist Siegen Pflicht zu Hause gegen die Berliner. Warten wir ab, ob mir das gelingt. Und Mucke versucht natürlich mit der Hauptstadt da vorne nochmal ranzukommen. Genau. Ja, und ihr denkt an das Tippspiel. Gestern hatten wir die Auswertung vom letzten Wochenende noch gemacht. Und beim neuen Bundesligaspieltag seid ihr natürlich wieder gefragt, uns an eurem Expertenwissen teilhaben zu lassen. Was vermutet ihr, wer gewinnt dieses Match? Natürlich in der realen Bundesliga. Wird Leipzig vielleicht die Tabellenführung direkt wiederholen? Oder kassieren sie die zweite Niederlage in Folge? Ein R davor, dann das Ergebnis, beziehungsweise für unser FIFA-Match, das ist ja auch immer interessant, ein F davor und unser Ergebnis. Mal eine gefährliche Ecke. Ja. Komm. Und dein Lieblingsspieler Paulsen. Mhm. Zieh durch. Oh, der ist schnell. Der ist sehr schön schnell. Der ist wirklich schnell. Alter. Ja, gut. Da wollte er den haben. Oh! Alter. Das wäre ein Traumtor geworden. Hätte der gesessen. Also ich bin ja erstmal ruhig. Scheiße. Oh nein. Ich will nichts heraufbeschwören, aber... Naja, der zweite Durchgang von der gestrigen Partie hat schon einiges vermuten lassen. Und dass jetzt der erste Schuss auch noch an die Latte geht, das unterstützt das ein bisschen. Ich hoffe, ich treffe die Bude auch noch. Das war nämlich gerade eine richtig schöne Aktion. Oh. Weil zückt mir das Ohr. Ich hab den Lattenknaller noch im Ohr. So. Komm. Scheiße. Sehr gut gehalten. Auf Mann, das gibt's doch nicht. Aber gut gehalten. Oh. Ach, Mann. Auch eine ganz starke Parade. Ja, war wichtig. Ja, ich wollte mich gerade... Oh, hallo, seid ihr denn alle? Oh nein. Komm jetzt! Ja, perfekt! So wollte ich den haben. Oh, den hält... Hat der außerhalb des Strafraums Hand genommen? War der nicht vor der Linie? Hier nochmal die Wiederholung. Achso, den hat er gar nicht berührt. Okay. Ah, siehste. Damit hat sich das schon mal erledigt. Okay. So, ganz ruhig bleiben, Jungs. Ich hab gesagt, ruhig bleiben. Oh, schlechter Pass. Nein, jetzt. Ja. Mucke. Nein. Elfmeter. Oh. Nicht schon wieder. Also du bist, ich weiß nicht, wie viele Elfmeter du mir mittlerweile in den letzten Monaten geschenkt hast, aber... Viele. Ja. Ja! Den ersten seit langem, den ich mal wieder verschieße. Geil. Pfosten. Oh, der war so schön eigentlich. Der wäre nicht dran gekommen. Nee. Okay, dann machen wir es jetzt so. Kalu. Jawohl. Alter, was? Traumtor. Wie dumm. Ersten Elfmeter verdattelt, aber dann nachgeholfen. Ich muss mir den Schuss nochmal angucken. Ich habe erst gedacht, der Flug weg. Ja, der wäre richtig geil. Ja, Kalu.
Das ist natürlich scheiße. Oh, guck dir das mal an, du. Er fliegt doch fast auf die Schnauze. Ja, genau oben rein. Ja, perfekt. Der war... Erster Treffer in dieser Partie. Mucke liegt vorne. Ich will ja noch so viel wie möglich aufholen in der Bundesliga-Statistik. Da liege ich ja meilenweit hinten. Jetzt ist ab. War ich das? Was ist der verletzt? Weiß ich nicht. Warum ist hier Pause? Guck mal, ist bei dir ein Verletzter? Ich kann nichts gucken. Wieso nicht? Ich habe schon das Spiel fortsetzen gedrückt. Ach so, okay. Nee, ist nicht verletzt, ne? Nö. Nö, dann weiß ich auch nicht. Guck, also ich habe da nicht drauf gedrückt. Ich auch nicht. Lol. Ich komme so gar nicht in der mittleren Taste irgendwie an, wenn ich jetzt normal spiele. Ich auch nicht, das ist es ja. So. Ermahnung. Vielleicht wird irgendwas angezeigt wegen der Verletzung oder so. Nö. Gucken gleich in der wir werden es ja gleich in der Statistik sehen, aber ich habe nichts gesehen. Ja, ich habe bei mir kurz jetzt geguckt, aber da war auch nichts. Ist ja auch Latte. So, Hauptsache, das war ein Foul. Noch einmal. Ja, noch eine Ermahnung. Oh, der ist aber nett. Der Schiedsrichter. Gnädig. Ja. Auf jeden Fall. So, 36 Minuten absolviert. Leipzig muss sich jetzt mal wieder zeigen. Ging ja eigentlich sehr gut los. Vor allem auch schönes Tempospiel. Uhu. Uhu. Ja, Alter, perfekt. Scheiße. Oh, da hat er sich den Ball jetzt aber vorgelegt. Du glaubst doch wohl nicht, dass du von mir einen Elfmeter kriegst. Mist. Ja gut, ich glaube, das hat auch nichts gebracht. Ich habe die alle zuletzt verschossen. Ja, das stimmt. Ah, gut gerettet. Am mitnehmen. Weiter, weiter, weiter. Rauf! Rauf! Also Leipzig ist echt verdammt schnell. Was die hier laufen, ist cool. Ja, ne? Oh, fuck. Boah, dieser Schatten geht wieder. Jo. Jetzt gibt's aber eine Karte. Das gibt rot. Ich glaube rot. Nee, gelb. Nee, gelb. Haben wir nochmal Schwein gehabt? Ja. Ich hab gedacht, ich treffe den Ball, also tut mir leid. Halbzeit. Mucke liegt also vorne. Und ja, hat auch mehr Schüsse, mehr aufs Tor. Mein Lattentreffer zählt leider auch nicht aufs Tor, das ist schade. Ballbesitz, liegst du ebenfalls vorne, zwei Kämpfer auch. Fouls auch, gelbe Karten auch, okay. Ecken auch, Schussgenauigkeit auch, Passgenauigkeit auch. Ja, da sind wir schnell durch. Ja, überall. Gut. Ist gut, aber deine Passgenauigkeit nur 69%, das ist brutal schlecht. Ja. Boah. Aber ich krieg das mit Leipzig noch hin. Ein Kämpfer. Ja, du vielleicht. Ach, was haben war das wir denn? Boah, ist ja wie Pommes. Ach, shit. Komm. Ja, das war natürlich richtig dumm. Oh, gut gehalten. Aber gut gehalten. Ja, ich glaube, die ist zu dicht. Ich glaube, die ist zu dicht. Oh, Manu. Guter Block. Ja. Oh, fuck. Alter, was macht ihr hier? Oh, du Junge. So. Ey, das darf nicht wahr sein. Wir erobern den Ball ja schön oft, aber dann ist er auch direkt wieder weg.
Noch nicht. Oh, das war ein guter Pass. Das war auch ein guter Pass. Guter Schuss! Die haben aber auch einen klasse Keeper hinten. Ja, der Gulasch. Der hat heute einen richtig guten Tag. Nun, Paulsen, komm. Ja, oh, Paulsen! Oh, na endlich mal wieder Leipzig. Na, kommt sehr gut. Schade. Aber jetzt aus der zweiten Reihe. Bam! Auf Mann. Warum hält denn der an? Keine Ahnung. Ist das eine Drecksau. Ja, ich bin emotional beim Fußball hier. Das ist doch... Oh! Das nennt man Pressball der besonderen Art. Ja, Pausen. Mit der Flanke. Ja. Aber keine Flanke. Oh, scheiße. Renn, 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 stirb! Nein, du sollst rennen, bis du stirbst, hab ich gesagt. Schön gemacht. Jetzt kombinieren sie sich hier langsam durch. Und dann so schlecht gelaufen. Das ist ärgerlich. Mhm. Jep. Bäh. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Das warst du selber. Mhm. Schön. Wie man einmal einen Rückfallzieher, weißt du? Ja. Durchgesetzt. Wir hatten schon lange kein 1-0 mehr, fällt mir mal auf. Ja. Oh ja. Jetzt gibt's nochmal einen Kasten. Mhm. Es gibt die gelbe Kasten. Gelben Kasten. Yep. Oh, die gelbe Kasten. Ja. Dritte gelbe Karte für dich schon. Mhm. Meine Fresse. Ja. Schlussviertelstunde hat angefangen. Ja. Ja. Schön gestört. Oh Mann, du hast. Ach, du hast Durst? Da geht er Frau Wurst. Komm weiter. Ey. Seid ihr euch aber total einig? Oh, das kann nicht wahr sein. Oh, der wird gefährlich. So, jetzt nach vorne. Genau. Ja, gut. Gut. Oh! Das war knapp. Paulsen verletzt. Nein. Oh. Ja. Ah. Ah. So. Alter. Paulsen, komm. Der Scheiß auf die Verletzung. Weiter. Ja, ja, ja. Ich sehe den schon drin. Er sieht den drin. Oh, ja, da bleibt ja noch einer liegen. Bin ich immer noch? Ey, was soll die Scheiße, Mann? Wir brauchen dich vorne zum Anspielen. Oh, ja, das ist jetzt 3-4 Mal. Das war doch gar nichts. So. Ah, gib gelb-rot. Wenn er gelb gibt, gib gelb-rot. Nee, aber... Guck mal, der steht da immer noch, der andere. Ja, aber das war ganz normal Ball. Das ist komisch. Ah, der ist auch verletzt. Der ist auch verletzt.
Aber das ist natürlich bitter. Jetzt gleich zwei Verletzte hier. Aber lang ist ja auch nicht mehr. So. Der Reihenwechsel gibt's bei mir. Bei mir auch. Oh Mist. Ich hätte vorhin mal zu doll. Deswegen dachte ich jetzt mal extra ganz wenig raufdrücken. Aber das war auch falsch. Und wir spielen hier einfach weit nach vorne. In der Hoffnung, dass wir daraus was machen. Ja! Du sollst... Oh. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Wir kommen denn immer nicht zum Abschluss. Oh, das war jetzt stark. Na, gut gehalten. Ich hätte aber auch lassen können. Ja, da spielt jetzt die Zeit runter. Ah, Mist. Also Niederlage hier am Samstag im ersten Match. Nachher gibt es ja noch Wolfsburg gegen Frankfurt und morgen Darmstadt, Bayern, Leverkusen, Ingolstadt. Mucke darf sich freuen. Ich glaube, das ist auch der nächste Titel hier bei FIFA. Der nächste Pokal oder noch nicht ganz? Ich glaube noch nicht ganz. Aber fast. Ich glaube, dir fehlt ja nur noch ein Punkt. Also Schüsse bist du überlegen, Schüsse aufs Tor auch. Okay, ich gehe einfach mal kurz durch. Wo bist du nicht überlegen? Bei den Verletzungen, da führe ich. Es ist tatsächlich auch der einzige Wert. Okay, das sagt vieles. Ja, leider. Ich habe in 90 Minuten nur 3 Schüsse aufs Tor. Ist natürlich zu wenig. Die beste Aktion, ich persönlich natürlich gleich die erste Aktion an die Latte. Hätte vielleicht ein bisschen was beeinflusst, wenn der gleich reingegangen wäre. Egal. Jetzt kann man es nicht mehr ändern. Wir sehen uns nachher im zweiten Match hier am Samstag. Und ich hoffe, dass ich dann die ersten 3 Punkte an diesem Wochenende einfahren kann. Ich freue mich auf euch. Bis nachher. Tschüss. Tschüss.